Hallo liebe YouTuber! Ja, herzlich willkommen im neuen Video. Es ist jetzt Sonntagmorgen, ich bin eingeladen und ich muss jetzt einfach ein schönes Geschenk machen. Hab eine tolle Kerze und hab hier Beeren, wir haben Rosen geschnitten bei der Gartenarbeit. Hab hier also die Rose oder die Wildform der Rose ist ja eine Hagebutte und ich muss jetzt mit einfachen Mitteln ein Kränzchen machen. Ich habe natürlich auch noch Buchs, wunderschönen Buchs geschnitten und ich muss jetzt mit einfachen Mitteln ein Kränzchen machen. Und die Zeit drückt tatsächlich auch ein bisschen. Ich habe keinen Strohrömer. Aber was ich jetzt alles draus mache und wie ich da ein tolles Geschenk damit mache, das zeige ich euch jetzt gleich nach dem Intro. Also Teil 1 ist, die Materialien kehren ja immer wieder in meinen Videos. Teil 1 ist tatsächlich, dass ich mir eine kleine Basis machen muss. Weil es werden noch ganz viele Videos kommen mit Strohrömern, mit ganz tollen Herbstkränzen. Also da habe ich wunderschöne Strohrömer von Floristik24 bekommen. Mega! Das sind die 30 cm Durchmesser, 6 cm dick. Da ist halt auch mal ein Kranz da und Kranzwickelband. Aber heute brauche ich jetzt wirklich um die Kerze rum was Kleines und da muss ich einfach jetzt ein bisschen improvisieren. Nehme einen 2 mm Aludraht, so, nehme diesen 2 mm Aludraht doppelt. Warum 2 mm? Es gibt auch 5 mm, der ist natürlich deutlich formstabiler. 2 mm ist ein bisschen günstiger. Ich glaube, ich mache es einfach so, dass ich mal anfange zu wickeln, muss es hier drüber wickeln, habe dann auch mal habe dann quasi eine feste Basis, mache hier einen Anfang, verdrehe den Draht mit dem Papier, mit meiner Papierwurst und dann habe ich natürlich auch mal eine Basis, dass ich das Papier einfach um den Draht wickel. Und wenn ich nicht einmal was festwickel hier oben, dann habe ich auch keinen Anfang. Dann wird es nichts, das Ganze. So, jetzt habe ich was gemacht, was ihr nicht machen solltet. Den Draht runterwerfen, das ist ziemlich blöd, weil der drunnert sich so auf. Und das ist ganz, ganz schlecht von mir. Aber manchmal mache ich ja die Sachen, die ihr nicht machen sollt. Und man sollte den also immer gut in der Hand behalten und dazwischen auch festpinnen. Und dann gehe ich einmal hier locker drüber mit dem Draht. Und ich würde sogar tatsächlich, damit es auch von unten schön aussieht und damit die Beschenkte nicht unbedingt sieht, dass da Papier drunter ist, mache ich ein Kranzwickelband drüber. Aber es gibt die Strohrömer natürlich auch in klein. Dann ist es ein ganz perfekter Halt. Ich habe nicht alle Größen da. Ich habe eine kleine Werkstatt. Und improvisieren ist dann doch öfters angesagt. Jetzt habe ich schon mal einen mit Papier. Hier eine schöne kleine Form gemacht. Dann habe ich Kranzwickelband. Ach mega, genau, das habe ich mir nämlich auch bestellt von Floristik24. Kranzwickelband, das nehme ich auch jetzt gleich. Das ist super, dass ich das bekommen habe. Dass mein Materialmangel nicht entdeckt wird, das ist super. Also machen wir Kranzwickelband drumherum. So, fertig ist mein kleines Basiskränzlein, um jetzt die Relation zur Kerze zu zeigen. Also da kann ich jetzt ruhig schon noch ein bisschen was wickeln. Und ich habe hier natürlich ein Ende von dem Kranzwickelband. Da nehme ich jetzt einfach einen Tupferhalskleber und klebe damit dieses Ende hier fest. Und damit ich mir nicht die Finger verbrenne,
nämlich zum Randrücken, nehme ich das Messerchen und nicht meine Finger, weil der Heißkleber ist so super. Der verbrennt so schön die Finger. So, jetzt kommt ein bisschen Fleißarbeit, wie immer. Ich habe jetzt hier mein Buchs. Ich muss jetzt hier mein Buchs in Stückchen schneiden und brauche einfach mal eine ganze Ladung Buchsstückchen. Ich brauche von meinen Hagebutten, muss ich erst noch schneiden. Also das dauert jetzt alles ein bisschen. Und diese Buchsblätter, guckt mal, die sind so schön. Die sind so schön dick. Ja, ich lege mal meinen Daumen daneben. Also dieser breite, tolle Buchs. Ich war ganz glücklich, dass ich den beim Kunden schneiden durfte. Und dass da unbedingt was weg musste. Ich finde dringend, ganz dringend. Weil der wollte ja auch unbedingt in mein Kränzchen rein. Ja. Ist natürlich auch immer schön, wenn man dann ein bisschen Blattglanz sprühen kann. Heißt, dass das Ganze hübsch glänzt. Aber jetzt machen wir erstmal Vorbereitungsarbeit. Und dann brauche ich auch noch einen Blumenstrauß nachher. Also ich habe ein bisschen was zu tun. Denke immer so gemütlich, oh, Sonntagmorgen. Nein, Sonntagmorgen ist dann doch Arbeit angesagt. Ich habe schon Lavendelpflanzen ausgeliefert. Und ja, muss jetzt hier die Arbeiten. Ich kann euch sagen, ich bin so happy und so froh, dass ich diese Werkstatt habe, weil es ist doch ganz toll, wenn man sich so einen kleinen Platz macht irgendwo. Und ja, mein Platz, naja, ich erzähle es ja immer wieder. Ich habe heute Morgen erst nochmal eine Mahnung an, eine freundliche Rückfrage an meinen Schreiner geschickt, wo denn mein Tisch bleibt. Ich kann euch sagen, es gibt eine super nette, ganz liebe YouTuberin, die mir auch, für meinen Tisch mir eine super nette Unterstützung für meinen Tisch geschickt hat. Und also vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle, tolle, super nette Geste. So eine liebe Überweisung, die kommt auf jeden Fall. Die wird zweckgebunden sein. Und ich werde mich an dem Tisch erfreuen und möchte das auch immer daran denken können und nutzen. Und deswegen vielen, vielen Dank, liebe Kerstin, auch nochmal auf diesem Weg. Ich habe mich mega, mega gefreut. Das ist total, ja, das ist so eine nette Geste. Das ist ganz, ganz toll. So, los geht's mal wieder mit dem Wickeln. Ich mache mir jetzt erstmal mein Draht fest. Und ansonsten ist es wie immer dieses schöne Spielchen anlegen. So, Bären anlegen, Buchs anlegen. Das ist im Grunde genommen beim Wickeln ja immer das Gleiche. Eine Runde abwickeln oder auch zwei. Ist immer ganz gut. Ich fände es ganz schön, wenn der Buchs so begleitend außen und innen mitläuft und wenn es in der Mitte so bäriger wird. Ich habe ja jetzt hier einen ganzen Berg Hagebutten, Früchte und Beeren und ich glaube, ich kann so viel Beeren in dieses Kränzchen machen, dass das jetzt so schön üppig wird. Ich zeige euch mal den Anfang. Mal in der Nahaufnahme, also das sind jetzt hier diese ganzen Hagebutten, Beeren, ja, so schön. Und außen versuche ich mit dem Buchs zu arbeiten. Und ich glaube, ich muss einfach mal ein paar Runden mehr machen, dass man sich das auch vorstellen kann.
So. Jetzt haben wir also hier schön ein Beeren-Buchskränzchen fertig gemacht. Ja, sehr süß. Ich mache auf jeden Fall noch ein schönes Foto davon. Nicht mal ein bisschen entmüllen. Künftig wird auch mein Grünmüllbeutel unterm Tisch stehen. Ja, schön ist natürlich, wenn man jetzt eine Unterlage hat, die auch in rosa ist. Ich fände es auch ganz toll, weil die Kerze ist rosa. Und dann habe ich noch so eine Idee, wie ich hätte auch gern ein bisschen rosa in den Kranz. Das heißt, dass ich da auch eine Verbindung von dem Kranz zur Kerze schaffe. So, da könnt ihr jetzt einfach immer ein Stück Pappe nehmen und mit ganz einfachen Mitteln nur dieses Stück Pappe schön beziehen. Und dann hat man immer ruckzuck eine tolle Unterlage geschaffen. So, und jetzt haben wir schon mal eine rosa Unterlage, rosa Kerze. Ich würde diese Kerze auch bei der Empfängerin erhöhen, sodass dass sie hier ein bisschen schöner anbrennen kann. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Ich habe nämlich Post bekommen von Floristik24. Und da habe ich hier diese wunderschönen Gräser. Das sind Trockenblumen in rosa. Und die machen jetzt noch so die B-Note aus. Von denen mache ich jetzt noch ein paar in mein Kränzchen rein. Ich hätte nämlich gern noch so eine rosa Verbindung. Also die eine Alternative wäre es gewesen, eine schöne rosa Hortensie. Habe ich noch nicht, kommen noch. Aber das ist jetzt natürlich auch eine tolle Geschichte. So wird es geliefert von Floristik24. Und ich nehme, optimalerweise, nehme ich wieder von unten ein paar Gräser raus und zeige euch die mal in der Kamera. Das ist so ganz flauschig. So, sorry, ich muss auch vor die Linse. So ganz flauschig und klein sind die. Und da mache ich jetzt einfach nur ein paar rein. Da braucht es gar nicht so viele. Vielleicht so 6, 7 Stück. Guckt mal, wie schön die sind. Die werde ich mir auch oben nochmal schön in eine Vase stellen. Weil das ist natürlich auch immer eine richtig, richtig schöne Dauerdeko. Es gibt jetzt natürlich eine Richtung, in der ich meinen Kranz gewickelt habe. Also das ist so rum. Und ich würde auch immer die Gräser von der Richtung her so reinmachen, dass die mit dieser Wickelrichtung von meinem Kranz natürlich komplett übereinstimmen. Lieben, es wird jetzt öfters auch ein paar Kränzchen geben. Schöne Kränzchen. Ich habe tolle Sachen von Floristik24 bekommen. Ich hatte ein ganz tolles Paket. Vielen, vielen Dank dafür an Floristik24. Ihr habt super Materialien, ihr habt super Floristik-Ausstattung. Es ist toll, dass ihr das zu so fairen Preisen anbietet. Und manche haben natürlich auch mal kommentiert und haben geschrieben, dass sie vielleicht einen Draht oder so auch im Baumarkt bekommen. Ja, das mag sein. Das kann schon da auch erhältlich sein. Aber in dieser, die floristische Ausstattung, in dieser Bandbreite und dass man so alles parat hat und zu so fairen Preisen, weil ein Baumarkt ist jetzt auch kein Floristikbedarfsladen, muss man ganz ehrlich sagen. Und bekommt man natürlich tatsächlich bei Floristik24 oder beim örtlichen Floristen natürlich. Einfach mal hingehen. Manche fragen mich, wo sie einiges herbekommen. Einfach mal hingehen und sagen, ich hätte gern frische Olive oder ja, die können das besorgen vom Großmarkt. Also auch das ist eine sehr schöne Quelle. Es gibt natürlich vieles in der Natur, aber es ist auch ganz gut, wenn man mal den örtlichen Handel unterstützt. Ich habe das auch immer sehr geschätzt. Und wenn man einfach beim Floristen nachfragt und sagt, habt ihr das, könnt ihr mir das und das besorgen, oft klappt das ja auch. So, die restlichen Gräser kann man einfach wieder in den Papier einrollen. Die werden mit so einer Jute-Schnur geliefert. Das heißt, ich binde das wieder zu, kann die ganz toll lagern. Das ist super. Und werde jetzt mein Kränzchen noch schön mit Folie verpacken. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt zum Schenken perfekt.
Ja, den Rest könnt ihr euch fast denken. Folie. Dann werde ich noch mal ein schönes Händchen in Rosé suchen. Rosé liebt sie. Sie hat auch ganz viel in ihrer Einrichtung in Rosa. Und deswegen gibt es jetzt auch noch hier ein rosa Band dazu, ein schönes. Und ich würde sagen, ach, das passt doch jetzt ganz, ganz toll. Damit mache ich dann am Schluss eine schöne Schleife. Und ich glaube, ich mache einfach jetzt ein schönes Foto als Titelbild. Und den Rest könnt ihr euch jetzt eigentlich, glaube ich, super vorstellen. Ich muss jetzt draußen nochmal, ich brauche einen schönen Hintergrund. Ich laufe mal extra hier. So 200 Meter, da habe ich diesen Sandstein, der ist ein Traum und da werde ich das Foto dazu machen und sag einfach jetzt vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Das war meine heutige Geschenkidee, ein Kränzchen aus Hagebutten, aus Buchs mit diesen schönen Trockenblumen bestückt als Verbindung und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Alles Liebe von eurer Margit.